und die Hochzeitsglocken läuten. Guten Tag zusammen. Heute möchte ich euch auf Grovers Seite nicht was über Hundeerziehung erzählen, sondern ein bisschen was über den Deckakt der Weimaraner, der Hunde allgemein. Wir haben hier die Käthe von Valhalla und Gerrit van de Meulefeld, zwei hervorragend jagdliche Hunde, sowohl von ihren Prüfungsergebnissen als auch im jagdlichen Einsatz. Hier ist jetzt das erste Aufeinandertreffen von Rüde und Hündin. Die Hündin ist noch nicht ganz so weit. Wir haben eine Progesteronbestimmung machen lassen, das ist das Schwangerschaftshormon, das auch die Paarungsbereitschaft anzeigt. Leider kommt das Ergebnis immer mit einem Tag Verzögerung. Hier war der Spiegel bei 2,5, 2,6. Sieht man auch schön, wie sie die Rute zur Seite legt. Vom Wert her ist optimaler Zeitpunkt so ab einem Wert von 4. Und die Hündin zeigt zwar Interesse und legt auch die Rute zur Seite und bleibt ein bisschen stehen, aber ist noch nicht endgültig in der Standhitze, in der sie den Rüden dann auch aufreiten lässt. Das klappt hier noch nicht so ganz. Also wie gesagt, man kommt jetzt auch ein bisschen seitlich. Hier nochmal der Versuch, sie steht einfach noch nicht hundertprozentig. Jetzt haben wir dann auch abgebrochen am ersten Tag und haben dann quasi am nächsten Tag es nochmal versucht. Hier hat sie übrigens ein Jäckchen an, einfach nicht weil es kalt ist, sondern als Schutz vor den Krallen, damit sie nicht zu schnell genervt ist vom Aufreiten. Das manchmal ein bisschen unangenehm sein kann mit den Krallen. Hier ist er schon beim ersten Aufreiten. Sein Glied ist zwar noch nicht erregiert. Sie hebt ihre Schnalle schön an, aber da hat es noch nicht ganz geklappt. Die Schwangerschaft dauert übrigens so in der Regel 63 Tage. Und so circa 18 Tage nach dem Deckakt kann man per Ultraschall auch schon etwas erkennen. Hier nochmal der nächste Versuch. Wichtig ist auch hier keinerlei Zwang oder sonst was, sondern das soll eine natürliche Verpaarung sein. Klar unterstützt man auch, das wird man nachher beim Hängen auch nochmal sehen. Hier ein weiterer Versuch des Aufreitens und jetzt hat er ihn auch drin, das heißt sein Teil erregiertes Glied kommt jetzt dann nach ein paar heftigen Bewegungen zu noch mehr Durchblutung und kommt dann zum vollständigen Erektion, die Schwellkörper sind dann ganz geschwollen. In diesem Zustand kommt das erste Sekret, das Prostatasekret, das pH-neutral ist, das desinfizierende Wirkung hat auf das Scheidenmilieu. Jetzt ist das Hängen, also er ist jetzt richtig angeschwollen, jetzt sind wir ein bisschen behilflich hier. Wird ein bisschen assistiert, beruhigend auf die Hunde eingeredet. In diesem Zustand dann das zweite, das Hauptsekret mit den Spermien. Und während des Hängens, das übrigens bis zu einer Stunde dauern kann, kommt es dann noch zu einer dritten Ejakulation, die frei von Spermien ist, das Ejakulat. Und dann dazu da ist, die Samenzellen vorzuspülen zu den Hörnern und Eileitern. Hier, ich streichle und rede beruhigend auf den Rüden ein.
Silke auf ihre Hündin und Ronny, der Rüdenbesitzer, assistiert ein bisschen, dass sie sich hier nicht zum Trennen kommen, denn ein gewaltsames Trennen kann nicht nur sehr schmerzhaft sein, sondern kann auch durchaus zu Verletzungen beitragen. Es ist immer ganz gut, hier zu assistieren. Und beide genießen das auch. Sind komplett tiefenentspannt, zwischendurch auch ein bisschen ein angenehmes Grunzen. So, jetzt nach einer halben Stunde kam es dann zur Trennung. Der Rüde säubert seinen Penis mit der Zunge und massiert ihn quasi zurück. Auch die Hündin leckt sich und macht das zurück. Und diese Prozedur haben wir dann am anderen Tag noch einmal gemacht, sodass wir einfach ein bisschen Sicherheit haben. Mit quasi zwei erfolgreichen Deckakten. Eine Zigarette danach. Ja, und jetzt lassen wir die, nachdem sie sich ein bisschen gereinigt haben, haben wir die Hunde auch nochmal getrennt voneinander und haben sie einfach, dass sie ein bisschen, ach guck mal, hier, wie wohl sie sich fühlt auch. Und dass ihr einfach ein bisschen zur Ruhe kommt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, was ich euch hier gezeigt habe. Und ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch. Und in 63 Tagen ist es soweit. Kaffee. Hoffentlich. Ja.